2 Stunden nachdem ihr den Wagen der Terrier-Karawane überfallen habt, das Ganze aufgeräumt habt, die Leichen verscharrt habt und auch die restlichen Spuren des Eises entfernt habt, sitzt ihr an eurem ehemaligen kleinen Lagerfeuer. Die Zelte habt ihr immer noch aufgebaut. Den Karawanenzug habt ihr so ein bisschen in das Gebüsch gezogen, das auf einer Straße nicht direkt zu sehen ist, ein bisschen abgetarnt. Ja, sitzt ihr allesamt wieder beisammen, habt eure kleinen Wunden geflickt und auch Abel mir kann nach dem Heiltrank wieder auf seine Hand starren, die immer noch die schwarze Schneeflocke aufweist. Was wollt ihr tun? Wir haben ein Problem. Einer von denen ist davon gekommen. Er wird schon nicht weit kommen. Und nicht, wenn wir uns jetzt auf die Pferde machen und ihn verfolgen. Wir können es nicht uns erlauben, dass unsere Tarnung dadurch auffliegt, dass der uns jetzt verpfeift. Wir müssen ihm hinterher. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, er könnte ja sich hier auch irgendwo ins Gebüsch geschlagen haben und warten, bis wir fort sind, um sich dann der Karren zu bemächtigen. Ich denke auch, jemand muss bei den Karren bleiben. Und er wird nicht weit kommen. Isarun, wollt ihr mitkommen? Ich nehme an, ihr könnt einen Dämon verfolgen. Sicher. Gut. Dann hoffen wir, dass wir im Laufe des nächsten Tages wieder hier sind. Spätestens. Viel Glück. Gute Jagd. Ja, ihr werdet das schon schaffen. Und denkt immer daran, im Zweifelsfall einfach auf die Nase achten. Die Nase? Ja, wenn er so nach Tod und Eis und Verderben stinkt, dann riecht man hin und wieder. Ihr werdet ihn schon finden. Gewiss doch. So könnt ihr euch die wenigen Meter über die Straße hinüberschlagen und findet dort den abgebrannten Busch, den kleinen Baum wieder, an dem der ja, kleine Feuerdjinn von Boltax explodiert ist. Ihr hattet ihn wohl gesehen, wie er umgefallen ist. Hat er ihn zuerst angenommen, dass er wohl verschwunden ist. Aber nachdem ihr dann in der Orientierung der Schlacht die ein bisschen wiedergefunden habt, habt ihr wohl festgestellt, dass es keine Brandleiche von ihm gab, die da verschmort lag. Und auch ein Kamantje oder Kamanatim, der fehlte, ist euch ebenso aufgefallen. Vermutlich ist er weggekrochen. Und wenn ihr dann auch etwas sucht, könnt ihr direkt einige Blutspuren finden, die nach Süden deuten. Und dann an dem merkwürdigen Pentagramm aus Blut vorbeiführen, bis er dann wohl irgendwo dort aufgestanden ist und sich ohne weiter zu bluten in den nächsten Busch geschlagen hat. Das ist wahrscheinlich die Stelle, an der ich die Arkane-Verfolgung aufnehmen sollte. Gib mir einen Moment. Ich werde die Augen offen halten. Ich lasse mir Zeit und wirke einen Oculus Astralis. Der hat funktioniert. Isarun wird dann eine Weile dort stehen mit geschlossenen Augen und irgendwann dann die Worte sprechen. Per Oculus Arcanus Vitiam. Wenn du die Augen wieder öffnest, siehst du, wie die Matrix sich vor dir entlang fließt. Du kannst über dir immer noch die ein oder andere größere Kraftlinie erkennen, die dann hier in ihren Ausläufern noch über euch entlang fließt. Du siehst, wie sie mit dem Landwechsel wirkt. Würfel mal mit deiner Sinnesschärfeprobe. Die ist. Nee, warte mal. Ich krieg ja die 7 Punkte auf meinen Talentwert drauf. Das trage ich gerade noch mal ein. Einen Moment. Du orientierst dich ein bisschen, kannst dann nicht nur in der Blutspur Zeichen und schwarze kleine Schneeflöckchen erkennen, wie da wohl die Matrix gestört ist. Aber vor allem das wird dir helfen, dann diese Matrix wieder aufzunehmen, diese Fährte, und kannst dann erkennen, wie wohl an einer der Stellen, wo er aufgestanden ist, du siehst hier die Fußspuren, ehemals gefroren von den schwarzen, von den weißen Wölfen, und kannst dann wohl auch erkennen, wie ein Matrixfaden ein Teil aufgerissen hat und hier wohl direkt ein Abgrund in die Sphären zu sehen ist, der direkt nach Belshirasch, in die Domäne des ewigen Jägers führt. Wo wohl, kommt sie daher? Du siehst wohl, wie ein Teil einer Essenz dort hineingesogen wird, immer noch die Restspuren, da kannst du erkennen, er ist ein Kreis tiefer gegangen und der Weg führt euch weiter nach Südosten. Er ist gefährlicher geworden. Ich sehe, dass er sich weiter in die Fänge seines eisigen Herrn bewegt hat.
dort entlang müssen wir. Seid auf der Hut. Das könnte ihn sehr viel gefährlicher machen. Wie lange hält der Oculus Astralis? Das ist ein Aufrechterhalten, genau, solange ich bezahle. Wie lange möchtest du bezahlen? Wie viel lange kannst du bezahlen? Lass mich mal gerade nachschauen, wie viel ASP ich noch habe. Ich habe im Moment 22, den zu zaubern kostet 11 minus 1 durch Sparen und 3 pro Spielrunde. 3 ASP pro Spielrunde? Yep. Du siehst auf alle Fälle, wie er Haken geschlagen ist. Also er weiß, wie er Verfolger abhängt, auch wenn du ihn jetzt auf magischem Wege versuchst zu analysieren. Yalan kann definitiv keine profanen Spuren feststellen und dennoch ist er ebenso abgebogen. Weiß wohl also, wie er sich verschleiert. Wenn du diesen Oculus fallen lassen würdest, würdest du ihn nicht finden. Aber die Spuren wechseln in einem Halbkreis wohl um euer Lager herum, in einem sehr großen Abstand. Also du würdest meinen, dass er hat wohl seinen Weg wieder in Richtung Norden fortgesetzt und dann wohl nach Nordwesten. Vielleicht würde er dann irgendwann von aus dem Norden, aus einer Richtung wieder angreifen, die ihr nicht erwartet habt. Ihr seid sicherlich 3 Meilen lang unterwegs, also gerade mit einem Oculus, den du dann aufrechterhalten musst, immer mal wieder bleibst du stehen, um die Spuren, um die Matrix wieder zu lesen, bis ihr dann an einen kleinen, ein kleines Gebiet kommt. Das ist kein richtiger Weiler, es ist so ein kleines Flüsschen, was hier wohl sich in die Landschaft geschlagen hat und dann durch ein Waldgebiet abgegrenzt wird. Und wenn ihr der Spur weiter folgt, werdet ihr feststellen, und auch das kann dann auch Yalan auf profanem Wege erkennen, wie dort, ihr seid sicherlich 2 Meilen entfernt, aber es könnte der gleiche Fluss sein. Wenn ihr also dem Fluss weiter in Richtung Norden folgt, von eurem Lager, kämet ihr direkt an diese Palisade, in dieses kleine Dorf, was wohl verlassen ist, könnt Durchbrüche erkennen und... Wenn ihr euch heranwagt, abgepirscht in dem Wald, in dem Dickicht, könntet ihr auch sowas wie Ghoul-Spuren und Kratzer erkennen. Also dieses Dorf ist wohl vor einiger Zeit gefallen. Die Ghoule haben dann die Palisade durchbrochen und die Menschen darin getötet. Genau dorthin führen die Spuren. Und das ist jetzt etwas nördlich von unserem Lager, also etwas eher nördlich. In Richtung Krützdorf. Genau. Wenn ihr dem Fluss nach Süden folgen würdet, dann kämet ihr direkt an diesen kleinen Bach, wo Boltax den Djinn gerufen hat. Seht ihr das? Wieder Ghule. Ich bin nicht sicher, ob es hier noch welche gibt. Vielleicht hat er sich dort oben Rast gesucht. Oder er versucht uns in ein Ghulennest zu locken. Meine Kraft wird nicht mehr sehr lange reichen. Wir sollten uns also entscheiden, ob wir weiterhin die Verfolgung aufnehmen. Ich werde sie allerdings nicht länger auf magischem Wege durchhalten können. Sehen wir uns doch da oben einmal um. Entweder finden wir ihn oder Spuren von ihm und ansonsten müssen wir etwas anderes überlegen. Und so geht es abgedeckt durch den Wald so lang wie möglich an das Dorf heran und dann durch einen günstig aussehenden Durchbruch durch die Palisade hindurch. Ja, würfelt gerne eine sich verstecken Probe. Solange ihr euch noch im Wald bewegt, ist sie um 3 Punkte erleichtert. Bis genau zu dieser Stelle, dann müsstet ihr den Durchbruch wagen oder durch den Fluss abgetarnt. Um 3, ne? Um 3 erleichtert. War nicht mal so schlecht. Ja, es sind 6 Punkte. Dagegen eine Sinnschärfeprobe. Wo mal nach. Die ist gut. Allerdings ist sie halt auch weiter erschwert, weil er auch noch auf Entfernung ist. Vor allem, weil er unter Viertel LDP ist. Das weißt du nicht. Ist die Annahme, die ich auf einer Metaebene treffe. Kannst auch gerne mal eine Götter-Kulte-Probe plus 7 Erzdämon zählen würfeln. Diese Runde auch nehme ich um. Ja, dürft ihr beide, ja. Ich bringe leider nichts auf die Waage. Hast du keine Spezialisierung? Nicht Erzdämonen, nein. Komisch. Tut mir leid, dass ich mich mit solcher Ketzerei nicht befasse. So.
Isarun, deine Annahme ist, dass er wieder bei vollen Lebenspunkten ist, einfach durch den Pakt, den er eingegangen ist. Was auch immer ihm das noch gebracht hat, aber definitiv ist er wieder kampfbereit. Ja, Lan, ich fürchte, das würde wieder ein ganz normaler Kampf werden. Er scheint durch seine engere Bindung zu seinem Herrn wieder alles zurückgewonnen zu haben. Vor allem kannst du jetzt auch gerade erkennen, wie auf der rechten Seite eine schwarze, sehr ekelhaft gezackte Eisplatte vorbeitreibt, schwimmt. Also irgendwie Strömungsrichtung von Nord nach Süd. Vielleicht war er oder ein Dämon bei ihm, der dann sich über das Wasser bewegt hat. Zumindest treibt diese Eisscholle gerade an euch vorbei. Mhm. Also sie treibt gegen die Strömung? Nee. Von okay, hier kommend an euch vorbei. Genau, hast du sie gerade hier gesehen. Vielleicht ist das wieder einer von diesen Umweltzaubern. In dem Falle werden sie wohl weiter nördlich. Wenn sie sich weiter gen Norden bewegen, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Das stimmt. Was schlagt ihr vor, dass wir tun? Ich kann nicht dafür garantieren, dass wir weiterhin seine Fährte verfolgen können. Hätte ich mehr Kraft, würde ich das noch durchhalten, aber so wie es aussieht, wenn ihr ihn nicht mit euren profanen Kenntnissen in der Jagdkunst verfolgen könnt, würde ich sagen, wir brechen die Suche ab und kehren zu den anderen zurück und machen uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Wahrung, sodass wir vor ihm auf jeden Fall ankommen. Würfel auf Selbstsucht. Selbstsucht, ob ich ihn haben möchte oder ob ich keinen Bock habe, mein Leben hierfür. Nein, das wäre dann eher Rachsucht, oder? Komm, ich gebe dir noch eine Rachsucht. Ich möchte ihn haben. Nein. Du siehst wohl gerade, wie einer der weißen Kamanat ihm neben dir aufgetaucht ist und dir zuraunt. Du kannst ihn zwar nicht richtig hören, aber er deutet mit seinem Kopf und mit seinem Schwanz wohl in die Richtung Norden. Er wäre wohl auch bereit, wenn du ein einziges Wort sagen würdest, stünde er neben dir und du könntest auf ihm in den Krieg reiten. Wir können es uns nicht leisten, ihn entkommen zu lassen. Einen von Firons Verfluchten zu jagen, mag zwar nicht das Klügste auf der Welt zu sein. Und wir müssen es zumindest versuchen. Kommt, seht ihr diesen Turm dort? Vielleicht finden wir von dort aus einen Überblick. Was ist das hier? Ist ein Turm, oder? Das ist ein Turm. Na gut, naja, wir sind ja schon fast da. Was kann das schaden? Dann geht es erstmal hinein durch die Palisade. Wo? Hier? Oder hier? Ja, sind hier noch irgendwelche Durchbrüche? Du hast von welchen erzählt. Hier oben, ist eingebrochen und die Gule können natürlich dann auch hier durch das Wasser, durch das Seichte mittlerweile. Ich schlage tatsächlich vor, wir queren hier, dann hier außen durch den Wald und von hier aus kann man dann durch. Wenn wir jetzt hier durchwarten, sind wir halt ein perfektes Ziel von drei verschiedenen Richtungen. Ja, mach mal so. Okay. Derweil die anderen im Lagerfeuer. Dauert, Stunde um Stunde vergeht und Isarun und Jalan sind mittlerweile immer noch nicht zurückgekommen. Ja, ich hätte derweil mal die Bestände des Alchemisten durchgeguckt. Er hat vermutlich so eine Art Truhe auf seinem Wagen gehabt mit seinen Besitztümern. Mhm. Was findest du in den Truhen? Dort finde ich einen Käfig mit einer sehr kleinen Gestalt. Allerdings hat diese Gestalt einen Flügel. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Boldax, kommt mal her. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, du siehst, dass die Flügel wohl gar nicht mehr an dem Ding befestigt sind, sondern einfach nur abgeschnitten, abgerupft daneben liegen. In diesem Behältnis eine kleine Fee? Ein Wesen von Sumo. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Aber mir, lass mich einmal. Was ist das? Ach, eine Fee. Eine übel zugerichtete. Pah! Kann ja so nicht angehen. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Heiltrank da? Nun, ich fürchte, das wird nicht allein nicht reichen. Ich pick mal so gegen den Käfig.
Kannst du reden? Sie schlägt mit ihren kleinen Fäustchen von der Innenseite ebenso dagegen. Es ist so ein kleiner Glaskäfig mit Eisen. Ist es Eisen? Das ist zumindest Metall. Irgendeine Metallfäden, die in dieses Eis, in dieses Glas hineingesponnen oder geschmiedet worden sind. Du könntest dann einfach diese Glocke abziehen, nach oben lüften, wenn du dann die Verriegelung von außen öffnest. Ich wollte jetzt mal. Sie schlägt mit ihren kleinen Fäustchen dagegen. Kannst du mich verstehen? Sie macht den Mund auf und du kannst gedämpft durch das Glas irgendwie was hören. Aber nicht genau. Also. Wollen dir helfen. Aber mir hol einen Heiltrank. Im Zweifelsfall können wir nichts tun, aber es ist besser, ihn hier zu haben und nicht zu bekommen. Es ist möglich. Also ein Heiltrank wird dir nicht helfen. Ihre Flügel würden nicht wieder anwachsen. Ja, aber trotzdem ist sie vielleicht in sehr schlechter Verfassung. Schau sie dir doch an. Na gut. Ich kram mal weiter in den Bestandteilen dieser Truhe herum, ob ich irgendwas finde, was einem Heiltrank nahe kommt. Was ist das Zweite, was du findest? Dieser Beutel, guck mal so rein und... Zähne! Wer sammelt dann Zähne? Ach, diese... Partiere? Ach, diese verfluchten Partiere. Ich glaube, wir sollten das verbrennen. Ja. Aber nicht dieses kleine Geschöpf. Natürlich, die Zähne nicht nur. Dein Blick geht aber so ein bisschen unbewusst, vielleicht aus Versehen in Richtung der großen Teriyak-Fässer. Besser als ein Heiltrank. Ich überschlage mal die Möglichkeiten. Weiß ich, was Teriyak ausrichtet? Mittlerweile wohl schon, gehe ich von aus. Ich gebe dir einfach mal eine Magiekunde plus 7 Spezialisierung, schwarzes Eis oder sowas würde zählen. Ja, aber du hast definitiv mittlerweile schon Kontakt mit Teriyak gehabt, einfach durch Yalan. Damals konntest du ihn nicht wirklich davor warnen, aber die Auswirkungen hast du natürlich dann auch irgendwo mitbekommen. Du weißt, dass wenn es schwarz gefördert worden ist über die Bohrtürme, dann ist es definitiv mit einem Minderpakt verbunden. Die Asteria könnte ihr helfen, aber es würde sie vermutlich auch vernichten, böse machen. Nein, das können wir nicht zulassen. Es gäbe in Gareth noch eine Möglichkeit, wenn wir etwas Teriyak mitnehmen nach Gareth. Ich könnte einen Trank brauen, der ihre Flügel wieder, nun ja, anbaut. Restauriert, könnte man sagen. Allerdings erst in Gareth. Kann sie sich vielleicht selber heilen? So oder so, wir sollten sie auf jeden Fall erst einmal freilassen. Und wenn sie einfach... Na gut, sie kann nicht fliegen, aber... Vielleicht solltet ihr klar machen, dass wir ihr helfen wollen und dass sie nicht zu fliehen braucht. Boltax, du hast doch so eine Verbindung zur Natur, machst du das doch. Alles klar. Ich würde dann ganz behutsam den Käfig oder was auch immer das ist, auf den Boden stellen und Wesen da drin versuchen, eine gewisse Ruhe zu vermitteln, indem ich selbst sehr ruhig und sehr langsam auf sie zugehe, zulächle und dann ganz vorsichtig und behutsam meine Hand auf die Öffnung oder wie auch immer ich das öffne, lege, die dann wirklich ganz langsam und behutsam hebe. Ja, du kannst das Gefäß nach einem kleinen Klacken des Sicherheitsmechanismus es öffnen und nach oben abziehen. Lass mich frei! Bitte lass mich frei! Ja, natürlich. Wir wollen dir keinen Schaden zufügen. Wir wollen dir helfen. Genau. Wer bist du denn? Reich ihr mal so einen Finger, dass sie sich dran festhalten kann? Oder wie groß ist die denn? Ungefähr so groß wie zwei Finger von dir. Okay, dann reich ich ihr mal zwei Finger, dass ich sie aus dem Gefäß raus auf den Boden heben kann, dass sie sich erstmal aus ihrem Gefängnis befreit. Ich bin Blütenfee. Hallo Blütenfee, ich bin Boltax. Es freut mich, dich kennenzulernen, auch wenn uns sicherlich sehr unschöne Begegnungen hier zusammengeführt haben. Nichtsdestotrotz können wir dir irgendwie helfen.
Können wir etwas machen, um dein Leid erträglicher zu gestalten? Sie haben mir die Flügel abgeschnitten. Zaubert sie mir wieder an. Das könnten wir tun, allerdings nicht hier. Warum nicht? Es tut so weh. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es weh tut. Ich kann erst in einer fernen Stadt von hier einen Trank brauen, der deine Flügel wieder zurückbringt. Es tut so weh, ich will weg. Du musst dich ein wenig gedulden. Kann dir auch nicht sofort helfen. Kann versuchen, sobald du etwas näher bist und etwas Zeit hatte, Kraft zu tanken, den Segen auf dich herabzubringen. Aber du weißt nicht, was sie für dich tun kann. Sie setzt sich auf den Boden und fängt bitterlich an zu weinen. Bluten ihre Flügel noch? Oder ihre Spitzen sozusagen, die Enden? Also ihre Stümpfe bluten, ja. Beziehungsweise sind auch so ein bisschen vereist, würdest du fast sagen. Nicht erschrecken. Ich versuche dich jetzt zu heilen. Verstehst du mich? Natürlich verstehe ich dich. Mach! Gut, dann würde ich mich mal nehmen sie auf den Boden setzen, damit ich sie nicht ganz so überrage, vermutlich. Sie vorsichtig in die Hand nehmen, in beide Hände. Ich vermute, sie ist bloß 20 cm groß, so die Richtung, oder wie groß ist sie? Ja, also zwei Finger von Boltax, also sicherlich ein Finger von dir. Gut. Und dann würde ich einen Balsam vorbereiten. Lass mir dabei Zeit. Zauberst du auf Zayat? Ja, natürlich. Und rufe dabei langsam und leise. Nee, nicht leise, aber langsam. Ich torte ja Tuvak. Und würde 10 ASP investieren, um sie zu heilen. Mhm. Jetzt müsst ihr ihre Stümpfe verschließen zu lassen. Ja, du merkst auch, wie wohl die Kraft so ein bisschen nicht automatisch aus dir herausgesogen wird, aber wie es sehr einfach ist, zumindest ihre Matrix zu öffnen. Und du kannst dann mit einem Streicheln über ihre Stümpfe dann die Funden versiegeln. Du kannst dann aber auch wohl erkennen, wie während du das tust, ihre übrig gebliebenen Flügel sich in Blütenstaub auflösen. Und sie weiter anfängt zu weinen, auf dem Boden zu sitzen, auf diesem Boden von diesem Glas, aber zunächst so ein bisschen Verwirrung und Verwunderung, als du dann in der fremden dämonischen Sprache sprichst und sich dann so ein bisschen rüber versucht zu retten in Richtung von Boltax, nachdem du fertig bist. Na, keine Angst. Lass mich in Ruhe. Komm doch zu mir, komm doch zu mir. Kleine. So. Diese kleinen Dinger sind ganz schön undankbar. Wenn ich etwas mehr Kraft habe, werde ich noch einmal versuchen, alles zum Besten zu richten. Doch für den Moment... Merkst ja vielleicht selbst, wie aufgezehrt ich bin. Deine Befreiung hat uns viel Kraft gekostet. Aber sie klettert an dir hoch, wenn du sie lässt, über die Arme und würde dann versuchen, hinter deinem Ohr in die Haare zu wuscheln. Ja, würde ich ihr gewähren lassen. Ja. Da kann sie sich dann festsetzen. Rafim, du stehst gerade, während die beiden Magier sich da mit diesem ekelhaften kleinen Vieh abgeben, stehst du an dem Fluss und kannst wohl erkennen, wie eine kleine schwarze Eisscholle an dir vorbeitreibt über die Strömung des Flusses nach Süden. Wie breit ist der Fluss? Na, der Fluss ist nicht wirklich breit. Du hast auch den kleinen Baumstumpf gesehen, Boltakstein schon drin. Würdest sagen, je nach Abstand 3 bis 4 Meter ist er breit. Ich würde mal mich hier auf diesen Stamm stellen und mein Schwert in die schwarze Eisscholle rammen wollen. Mhm. Da gibt es auch kleine Funken, Blitze und dann siehst du, wie wohl die Eisscholle mit einem Bluten auseinanderbricht und dann kleiner sich so ein bisschen auflösend dann über die kleine Strömung dann abtreibt, kleiner und kleiner wird mit weiteren Blitzen und weiteren Bluten verbunden und dann verschwindet. Schwarzes Eis. Dämonenhunde. Ich hoffe, sie kriegen ihn. Ich würde mal mich zu dem Wagen stellen und Ausschau halten. Es stinkt ekelhaft nach Tran von Walen. Wirklich viel hast du mit den edlen Kreaturen der Torwaller nicht zu tun gehabt, aber
Ja, du hast zumindest das schon gerochen, als ihr dann in dem einen oder anderen kleinen Dörfchen unterwegs wart. Hier wurde ja alles irgendwie mit Walfleisch gespeist. Ich würde mal den Wagen untersuchen, ob noch irgendwelche Papiere oder sowas übersehen wurden. Man weiß ja nie. Ja, du kannst definitiv langweilige Bürokratie finden, Transport- und Handelspapiere von Chloranien Pavi, ausgestellt auf Alurith Mangrace. Rassassource-Lieferung im Wert von, ja, du guckst auf die Kisten, auf die Fässer, die da wohl eingepackt sind, mehrere 10.000 Dukaten. Das ist ja ganz ansehnlich. Vielleicht bezahlt er uns hier. Steht in den Briefen drin, ob bei Lieferung Bezahlung stattfindet oder es wird erst bezahlt und dann geliefert? Also die Bezahlung steht da wohl nicht drin, wie das geregelt wird. Alles über die Hoflogisten, das ist einfach der wahren Wert und wer da am Ende bezahlt wird oder wie, steht da nicht drin. Ja, schade. Ja, dann setze ich mich auf den Wagen und halt Ausschau, dass uns niemand mit Pfeil und Bogen abschießen möchte. Jalan, Isarun, sich verstecken Probe. Wenn ihr durch wolltet, erschwert um 5, wenn ihr auf offenem Gebiet seid. Wie finden wir es, wenn wir gerade durch den Fluss gehen, ja? Nee, nicht durch den Fluss, sondern wenn ihr dann von Norden bis hierhin kommt ihr noch. Mhm. Aber wenn ihr dann definitiv die Palisade verlassen wollt oder beziehungsweise dann in Richtung der Palisade gehen mögt. Also, wenn wir an diesem Weiler ankommen, würde ich auch gern meinen Oculus fallen lassen. Mhm. Weil ich wollte halt nicht alle ASP davon aufzehren lassen. Nee, das habe ich mir gedacht. Also, wie gesagt, wenn ihr dann hier an dieser... wenn ihr hier seid, dann bräuchtest du ihn nicht mehr. Du hattest mittlerweile erkannt, dass die Spur definitiv dahin führt. War dann auch mit der Eisscholle. Also irgendwo hier haben sie dann den Fluss überquert. Ich denke, ich quere zuerst. Ihr kommt nach. Nur für den Fall. Mhm. Ja, und dann wird hinübergehuscht. Plus Entfernung zur Palisade 24 Schritt. Okay. Du bist der Erste? Mhm. Verstecken plus 5. Ist das nicht eher schleichen? Wenn man sich bewegt? Erstmal, dass du nicht gesehen wirst. Schleichen können wir natürlich auch nochmal hinterher würfeln. Nicht geschafft. Schicksalspunkt hast du nicht mehr? Nee. Initiative. 19. Initiative. Ist schon gewürfelt. Isarun, Initiative. Ja, ich nehme mal an, wir hören das. Natürlich, ein Kriegshorn. Alles klar. Der Kamanat geht in Raserei, ausgelöst durch das Horn des Baktiras. Konnte er eben nicht tun, weil er andere Beschäftigung hatte. Jetzt geht's. Wo hören wir vorher? Woher das Horn kommt? Vom Turm, ehemaligem Turm. Also hier oder wie? Okay. So, du warst. Kannst du es nochmal zeigen, bitte? Einfach da, wo der Typ ist. Du bist gerade auf die Lichtung geschnitten, beziehungsweise hast gerade den verlassen, den Wald, und hast aktuell noch eine Entfernung von, du würdest sagen, 40 Schritt. Mhm. Beziehungsweise, wenn er von oben auf dich schießt, dann sind es 30 Schritt. Du kannst zumindest den Kopf erkennen, wie er dort gerade einen Pfeil anlegt. Er zieht vor und noch bevor du handeln kannst, schießt er auf dich. Oh, Parade. Ja. Dein Großschild, denk an die neue... Ja, ist eingetragen. So, wenn du noch ein Schild hast, dann macht es aktuell noch wenig Sinn, auf deinen Kopf zu zielen. Ich sag mir einfach mal eine Wucht an auf beliebige Trefferzone. Am Entfernung müsste ich mir gerade nochmal überlegen. Ich sag einfach mal eine Wucht. Wucht 8 an. Paktieren dann die Wese, Kompositbogen.